Hätten wir zum Wahllokal nicht da biegen sollen? Aber nein, junger Mann. Also wir kennen eine Abkürzung zu unserem demokratischen Wahllokal. Ihr wisst doch, wir Demokraten lieben Abkürzungen wie höhere Haushaltsausgaben, um die Wirtschaft anzukurbeln. Wir sind doch die allergrößten Fans von diesen staatlichen Beihilfen. Ihr zwei seid doch Demokraten, oder? Was? Natürlich sind wir das. Ich meine, ihr seht doch unsere Hautfarbe, oder nicht? Was sollten wir anders tun, als blind Demokraten zu wählen? Ich meine, das wäre doch lächerlich. Ist auch egal. Ich weiß nur, dass mein Wahllokal in 15 Minuten dicht macht. Was? Wieso? Das wäre ja furchtbar. Schrecklich. Ich meine, wie sollten wir denn sonst die Politiker wählen, die unsere Steuergelder verschwenden? Wählen ist schon kompliziert genug aufgrund der Ausweispflicht. Republikaner. Diese scheingottverfluchten Republikaner. Ich weiß, ich bin gerade so... Lenkrad, Douglas. Ich sag euch mal was, wenn ihr Republikaner wären, wär ich angepisst. Ich wär überaus angepisst. Ich auch. Ganz ehrlich, ich nehme ihnen ihr hart erkämpftes Selbstverständnis und stecke es ihnen hier in den Hintern. Ich bitte dich. Ich habe das Gefühl, dass wir im Kreis fahren. Keine Sorge, wir sind gleich da. Wie nur? Es scheint, wir hatten einen Unfall. Wir müssen aussteigen und ihm helfen. Oh mein Bein. Hoppla. So, geschafft. Ich bin angepisst. Was? Also? Ich bin überaus angepisst. Also, wenn auch nur er die alleinige Schuld trägt, werde ich von euch allen Steuergelder beanspruchen, um wieder zu genesen. Und das nur wegen Obamacare. Ich weiß, das klingt nicht fair, aber das ist nun mal das geltende Recht in unserem Land. Ja, ich hörte davon. Ihnen scheint es doch gut zu gehen. Wieso tragen Sie die gleichen Lederjacken und die gleichen Opa-Jeans? Aussperren! Was zur Hölle? Schwarz-republikanische Motherfucker! Crazy, crazy, das ist crazy. Make up for adjustment. Jamming on the verse. First one's plan that you wanna do all I want, but I don't need you. Stell dir vor, wir wären kriminell. Und wir hätten vor, Chaos anzurichten. Was für ein Style? Welchen Style hättest du als Krimineller? Ich wäre so ein Natural Born Killers Typ, weißt du, Mann? Ja, das ist klar, aber die waren doch Pärchen. Nicht. Das wäre völlig verrückt. Die haben miteinander geschlafen. Das würden wir beide nicht. Und was willst du mir damit jetzt sagen? Ich bin darauf gekommen, weil du sagtest Chaos anrichten. Und die beiden haben nur Chaos anrichten. Nein, aber als erstes dachtest du an ein Liebespaar. Aber das war nicht, daran habe ich aber nicht gedacht, als ich es gesagt habe. Ich habe nur daran denken müssen, dass die beiden überall Angst und Schrecken verbreitet haben. Wie? Daran hast du nicht gedacht? Da hättest du auch ein Pornopärchen nennen können, Alter. Ein seltsamer Fall. Alles an seinem Platz und keine Mordwaffe. Und kein Motiv. Es liegt nur ein Pärchen tot in ihrem Bett. Es gibt nie keine Spuren, Detectives. Der Pudding muss nur richtig gerührt werden. So, bitte gehen Sie. Das hier ist ein Tatort. Es ist in Ordnung. Er ist der beste Ermittler aller Zeiten in puncto Sexualverbrechen. Unglaublich, Detective Chuck Warren. Detective Sally Ferguson. Perfekter Zeitpunkt für ein Genie. Tom Samwell. Was ist hier los, Samwell? Naja, Warren, wir haben es mit einem schwierigen Fall zu tun. Wir haben nur zwei Leichen, beide nackt. Ein Mann und eine Frau. In ihrem Bett, auf dem Nachttisch parfümierte Kerzen. Wie konnten Sie das? Keine Spuren eines Einbruchs. Er liebte ihren Geruch. Er wollte die Türschwelle überschreiten, wie damals an ihrem Hochzeitstag. Du versauter Hund. Der Genuss ihres Treibens überkam ihn. Genau hier. Hochzeitstag. Sie waren schon lange verheiratet und wollten mal was Neues ausprobieren. Gucken Sie nach dem Datum auf der Rückseite. Vaughn hat recht. Heute ist Ihr 15. Hochzeitstag ein wichtiger Anhaltspunkt. Und? Wie abartig war das denn? Sie haben gerade Ihren Schwanz ausgepackt und sich an einem Tatort einen runtergeholt. Samwell, er ist der Beste der Welt. Er versetzt sich in die Lage des Straftäters und ist so dazu fähig, Sexualverbrechen aufzuklären. Sicherstellen, bitte. Einige betrachten es als Segen. Für mich ist es ein Fluch. Ach, so ist das. Ein Dreier. Ha.
Du wolltest sie sehen, oder? Du wolltest ihnen zugucken. Aus 7,5 Metern. Von der Küche aus. Du. Noch wolltest du dich nicht an ihrem Fleisch ergötzen. Nein, er stand noch hier. Das darf doch nicht wahr sein. Rollenspiel gescheitert. Im Kamin finden Sie was. Ein blutiger Schürhaken. Das ist unsere Mordwaffe. Wieso bedürfen Ihre Enthüllung der Entblößung Ihres Penis? Wieso benötigen Kätzchen Milch? Nein, das ist nicht das Gleiche. Hey, er ist mit Abstand der beste Detective, den ich kenne. Ihr blödes Ego hat hier nichts verloren. Lassen Sie ihn arbeiten. Mein Ego? Ein Tatort und Captain Penisschleuder verteilt hier seine Körperflüssigkeiten wie ein Regensprenger. Moment. Er kannte die beiden. Sie standen sich nah. So nah. Und zwar zu nah. Ich glaube, er kannte ihr Zuhause. Wieso? Was wolltest du, du kranker Bastard? Er wollte sehen, was er jeden Tag sah. Aber aus der Nähe. Aus der Nähe. Er war ganz nah dran. Da drüben ist ein Mann! Okay, den schnappen wir uns. Los, los! Wow, das war unglaublich. Es tut mir leid, dass ich an Ihnen gezweifelt habe. Ich meine, Ihre Methoden sind unorthodox, aber der Ausgang ist mehr als faszinierend. Sie nehmen es mir nicht übel? Nein, danke, das werde ich jetzt nicht. Kabelfernsehen hatte ich erst in den 90ern. Beste Zeit für Kabel. Beste Zeit für Kabel, insbesondere für Cinemax. Auf Cinemax wurden nur ausschließlich Softpornos gezeigt. Weißt du, was mich an diesen Filmen irritiert? Es sollen Actionfilme sein. Mhm. In der ersten Szene stirbt immer eine Frau. Mhm. Und dann ist er widerwillig, eine neue Beziehung einzugehen zu einer heißen, jungen Journalistin. Die einen Artikel über, du weißt schon... Komitee? Koks-Komitee, dankeschön. Das alles soll dann erklären, wieso er sich weigert, diese absolute Traumvorstellung. Zwei verschiedene Frauen, brünett und blond, zu verführen, denn er will das nicht und leidet darunter. Doch letztendlich macht er doch Liebe mit zwei wunderschönen. Und so geht es anderthalb Stunden. Genau so ist es. Nein, meine Frau ist tot. Ja. Und jetzt will diese heiße Journalistin mich Monate später verführen. Klar. Ich habe keine andere Wahl. Aber ich kann nicht. Gesichert. Hast du das gehört? Da ist nichts. Ostflügel gesichert.
Jetzt bin ich dran mit Spielen. Ich hätte sie beim ersten Mal erledigt, Mr. Teague. Aber ich verspreche Ihnen, den gleichen Fehler nicht noch einmal zu begehen. Oh. Oh. Sie sind ein guter Kopf, Mr. Teague. Aber leider kein Kämpfer. Geknickt, Mr. T. Nein, aber ihr Genick. Dick, du hast mein Leben gerettet. Nein, Carol. Du hast meins gerettet. Guten Abend, meine lieben Landsleute. Wie jedes Mal ist auch mein Agro-Übersetzer Luther zugegen. Was geht ab? Nun, wie Sie ja wissen, musste ich die letzten 6 Jahre äußerst negative Kritik einstecken, und zwar von den Republikanern. Kriegt Merlia höheres Taschengeld, wird mir gleich vorgeworfen, dass ich angeblich Wohlstand umverteile. So ist es nun mal im dreckigen Politikgeschäft. Ich hasse euch! Ebenso habe ich in jüngster Vergangenheit jede Menge Kritik von meinen Parteifreunden gehört. Oh Gott, diese blöden kleinen Wichser. Wie können die es nur... Oh. Ich werde gleich... Wie können die es nur... Ich sag's euch, ich werde sie... Sie natürlich nicht. Ich mach euch alle platt, ihr kleinen... Nun, ich weiß, dass das Recht der freien Meinungsäußerung in Bezug auf Volksvertreter ein essentieller Wesenszug der amerikanischen Demokratie ist. Als hätte ich verfickte Scheiße nichts Besseres zu tun! In Russland ist ein James Bond Endgegner der Präsident! Der Kongress ist eine einzige Tea Party! Der Planet erhitzt sich! Katastrophe! Zusätzlich soll ich mich mit den weinerlichen kleinen Bitches aus meiner eigenen Partei rumschlagen! Einige führen an, dass ich es entgegen meines Wahlversprechens versäumt hätte, Guantanamo Bay zu schließen. Kongress, halt mich doch auf! Ich bin der Präsident! Ich bin Präsident und nicht König! Die Gewalten teilen doch meinen Arsch! Ich meine, Gottverdammt! Und dann wären da noch die Parteifreunde vom linken Flügel, welche den Einsatz von Drohnen kritisieren. Wisst ihr was? Das Leben ist kein scheiß Ponyhof, Mann! Ihr wollt eines... Oh, unsere Soldaten sollen nach Hause und ihre Moms umarmen? Und dann soll ich auch noch gleichzeitig Stillen hier abknallen? Mit, in der Höhle? Ihr solltet dankbar für diese Technologie sein, denn die ist unglaublich, Mann. Die ist super cool. Du nimmst einfach dein Telefon und sagst, Entschuldigung, ich hätte gerne 2 tote Terroristen. Boom! Das Luther, ist ganz ruhig. Ich meine, wir können Menschen Luther abknallen mit fliegenden Robotern! Es Luther ist, als wären wir in der Welt von Star Wars, Doc. Und ich darf Vader, verdammte Scheiße. Ich weiß, was du... Luther, was stimmt denn mit dir nicht?
Wieso vergleichst du unseren Präsidenten mit einem Lord der Sith? Ich danke Ihnen und gute Nacht. Wenn Obama gelöffelt werden wollen würde, würdest du es tun? Ob ich den Präsidenten löffeln würde? Na klar. Der Präsident würde dich aber löffeln. Ja, du kannst, ein Paparazzi sieht, dass du ihn löffelst. Das kannst du nicht riskieren. Meiner Karriere schadet's nicht. Egal wie. Klar. In jeder Konstellation. Als Löffel, als Löfflerer oder Gelöffelter. Als ich werde eine gute Figur abgeben. Ich schaff's aufs Titelblatt der. Aber hallo, ich schaff's aufs Cover der In Touch. Singst eine Woche lang. Happy Birthday, Mr. President. Ja, ich werde, ganz ehrlich, ins Weiße Haus gehen und meine Schlappen anziehen, ein bisschen Basketball spielen, bevor ich duschen gehe, mein Pyjama überstreifen. Bereit? Oh, bist du bereit, Barama? Barama. Sorg dafür, dass die Toppings immer voll sind. Verstanden, okay. Ja, immer die Toppings auf Top. Deine Einarbeitung wird sehr schnell gehen. Hey, eines Tages könntest du auf dem Bild an der Wand sein. Oh, Mitarbeiter des Jahres. An welchem Tag arbeitet sie? Was? Ich habe mich gerade gefragt, an welchem Tag sie arbeitet. Girl, das bin ich. Oh, Glückwunsch. Jetzt zeige ich dir das Allerbeste an unserer Arbeit im Yoghurt Shop. Man darf sich einfach bedienen. Du glaubst nicht, wie lecker das ist und völlig fettfrei. Ein Glück, weil mein Freund ist gerade zurückgekommen aus Afghanistan. Er kommt gleich und holt mich ab. Er sollte gleich da sein. Ich habe ihn ja nicht gesehen. Ein Jahr hast du gesagt? Greif zu! Ich verzichte. Und falls du Wechselkleidung benötigst, die findest du da drin. Denn die scheinen zu schrumpfen. Aha. Ich sag dir, Süß, ich krieg einfach nicht genug davon. Komm schon, gönn dir. Es ist umsonst. Nein, vielen Dank. Ich nehme mir vielleicht später was. Komm schon, Süße. Es ist fettfrei. Hi, hi. Ich bin gerade aus Afghanistan zurück und suche meine Freundin Latina. Ja, Baby! Baby, was ist? Ich bin's. Nein, sind Sie nicht. Was? Ich bin's. Anscheinend arbeitet sie nicht mehr hier. Danke. Aber, oh mein Gott, er verlässt mich! Desmona hat sich gerade getrennt. Desmona, wieso verlässt er mich? Wieso verlässt er mich? Was ist passiert? Wieso tut er das? Wieso denn? Oh. Wieso hat er mich verlassen? Vielleicht hat er dieses PPS. PTS. Was? Oh, du meinst, er hat PTBS? Genau, PTBS. Posttraumatische Belastungsstörung. Ja, kann doch sein. Das wird es sein. Daran wird es liegen. Oh mein Gott, mein Baby hat PTBS. Mein Baby hat PTBS. Das wird die einzige Erklärung sein. Oh, mein Baby, mein armes Baby hat PTBS. Mein armes Baby. Zentauren laufen frei rum, vergewaltigen Frauen und niemand stört's. Zentauren? Oh ja, das ist eine schlimme Angelegenheit. Wie kann ein Zentaur überhaupt mit einem Menschen Sex haben? Sie tun es einfach, wenn ich eine Frau wäre. Und auf einen Zentauren. Warum sollte ich da nicht sofort draufsteigen? Der Dude ist halb Mann, halb Pferd. Du würdest wollen, ich wollte sagen. Du sagst, wenn du eine Frau wärst? Wenn ich eine Frau wäre und der Zentaur eine tolle Persönlichkeit hätte. Du weißt schon. Persönlichkeit hin oder her, was willst du sagen? Du weißt genau, was ich sagen will. Der Dude ist halb Mann. Du würdest ein Pferd ficken. Halb Pferd, nein. Halb Mann, halb Pferd. Du würdest Sex. Die wichtige Hälfte ist die Pferdehälfte. Aber dann ist da noch ein Mann mit dran, das ist alles, was ich sagen muss. Alter, das ist der verrückteste und krankeste Scheiß, den du je verfickt gesagt hast. Ich spreche von einem Fabelwesen. Dude, du hättest auch sagen können, du willst mit einem weiblichen Zentauren schlafen. Auf keinen Fall würde ich mit einem weiblichen Zentauren schlafen wollen. Aber mit einem männlichen Zentauren würdest du schlafen. Wenn ich eine Frau wäre und ich hätte das... Hast du nicht Phantasia gesehen? Ja. Die weiblichen Zentauren da drin waren heiß. Oh mein Gott. Ich... Aber alles klar, ich hab's kapiert. Du würdest dich mit einem weiblichen, aber mit einem männlichen Zentauren Sex haben. Ich meine nicht mich.